Wir sind zurück bei Monkey Island 2, der Rache von LeChuck. Finde ich ehrlich gesagt nicht so schön, dass der uns jagt, muss ich mal so sagen. Aber gut, wir haben andere Dinge zu tun. Zum Beispiel uns einen Kostümverleih ansehen, da waren wir noch nicht drin. Bei Dreadschiff waren wir drin, wir waren hier, haben wie wild eingekauft. Moment, wie war die Steuerung? So war sie. Wie wild eingekauft, unter anderem eine Radkappe und einen Rock'n'Roll-Porzellanteller und einen Piratenhut. Ich glaube, in dem Spiel gibt es Dinge, die man nicht braucht. Wie zum Beispiel diese Sachen hier. Und die Schreibfeder. Ich glaube, wir werden sie nicht brauchen. Ich weiß, den Spiegel brauchte man. Deswegen musste man den Polly hier auch ein bisschen ablenken. Ich glaube, das Schild hier brauchen wir auch nicht. Die Säge brauchen wir, aber nicht an der Ecke, wo wir jetzt sind. Wir kehren nochmal zurück auf die Insel, wo wir am Anfang waren. Wir wissen doch, da gab es einen Kollegen, der mit seiner Würstchenbude, ich sag jetzt mal, agieren wollte. Wir können ja auch... Nein, Guybrush, bleib mal nochmal stehen. Wir können ja nochmal... Stell dich richtig hin. So, wir können ja auch nochmal ganz kurz, wollte ich sagen, ganz kurz, damit wir nochmal wissen, worum es überhaupt geht, was wir tun sollen. Big Whoop. Unclaimed Bonanza or Myth? It says here there were four pirates. Rapscallion, the cook. Young Lindy, the cabin boy. Mr. Rogers, the first mate. And Captain Marley. They buried their treasure along with plenty of booby traps on a place believed to be called Inky Island. They made a map, which they divided into four pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steamin' Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the Gangrene and Honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leaning at the time. Okay, kurze Zusammenfassung von dem, was wir als Ziel haben. Und mir ist wieder eingefallen, wofür wir die Säge brauchten. Es wird ein bisschen komplizierter. Dieses Spiel hier hat es jetzt drauf, weil wir haben ja mehrere Inseln, die wir befahren können. Die Rätsel über die Inseln zu verteilen. Ja, also wir kriegen teilweise Gegenstände und müssen Sachen machen auf einer Insel, um dann ein Rätsel auf der zweiten Insel fortzusetzen. Und ich habe während meiner Streampause, also gestern habe ich noch gedacht, ich bin eigentlich zur falschen Insel gefahren. Wir hätten erst nach Pat Island müssen, aber nee, es geht auch hier ein Stück weiter. Also deswegen keine Sorge, das ist alles miteinander verzahnt. Es ist daher aber, wenn man es zum ersten Mal spielt, also praktisch das allererste Mal dieses Spiel spielt, ein bisschen komplexer, weil man teilweise gar nicht auf die Idee kommt, dass es vielleicht woanders weitergehen könnte. Okay, ich gehe mal in den Kostümshop. Da haben wir einen Joan Lizard. Aber bevor wir was machen, erstmal hier Verleiher. He looks really busy. Ja, jetzt ist er weg. Mealy Monkey! I had one like that when I was a kid. Oh, cool! Hättest du mal nicht, hättest das mal mitgenommen, ne? Excuse me. I'd like to rent a costume. Our costumes are all gone. Or on reserve. Sorry. Mist, aber ich würde liebend gerne ein Kostüm leihen, aber sie haben Tonnen von Kostümen. Warum sind ihre Kostüme so beliebt? Cool ist übrigens, dass er mal hinterher rennt. Sie sehen beschäftigt aus, kommen später wieder. But you have tons of costumes. They're all reserved and waiting to be picked up. Hm. I'd really like to rent a costume. Try us after Mardi Gras. Ja, hier ist doch immer Fasching. Ah. Why are your costumes so popular? I'm the only costume shop in a five-island radius. And besides, everybody who's anybody is going to the big Mardi Gras celebration at Governor Marley's mansion. Da will ich auch hin. Warum auch immer. I'd really, really like to rent a costume. Look, if you don't have a reservation, you don't have a costume. Mm-hmm. I need to rent a costume. Sorry, can't help you. Ich versuch's so lange, bis es keine Gesprächsoption mehr gibt. I have to rent a costume. Sorry, can't help you. My life depends on renting a costume. I don't have a costume for you.
Beim Eimer hat's auch schon mal geklappt. Did I ask you about renting a costume yet? Next time make a reservation. Yeah, aber... I'm looking for a costume. I don't have a costume for you. Please rent me a costume. I said I'm all out. Please rent me a costume. I told you, we don't have any more costumes. Please rent me a costume. Sorry, can't help you. Please rent me a costume. Sorry, can't help you. Ich glaube, jetzt sind wir am Ende, ne? Please rent me a costume. I told you, we don't have any more costumes. Okay, also das Das funktioniert nicht. Okay, was soll's? Ein Cosmic Clown. I had one like that when I was a kid. Guybrush? I should check with the shopkeeper first. Okay, scheußlich grüner Kopf. I don't know what it is, but it sure is ugly. Er hatte einen Affen und einen Clown als Kind, okay. Bonnie Bird. Great costume. Barbecue-Fisch. I had one like that when I was a kid. Weiß auch. Bridock. Like Marker. Nashorn. I had one like that when I was a kid. Mein Gott. Guybrush, was hattest du nicht? This is really nice. Das ist Caroline, das Krokodil. Ne? Also, das war das Nashorn Ted. Cannibal Mo. It doesn't look like any cannibal I've ever seen. Stimmt, die hatten andere Köpfe. I should check with the shopkeeper first. Okay, nehmen brauchen wir nicht, weil wir kriegen nichts. Winky Elefant. Was für ein Name. Great costume. Klappriges Kaninchen finde ich auch geil. Moment. Nein. Looks really busy. Ich will das Kaninchen mir angucken. Komm. I think this one's my favorite. Ja, komm. I should check with the shopkeeper first. Ah, Mist, er nimmt sich. Seemann Pet. I like this one. Er mag alles. John Lizard hat uns angesehen. Bowling Boy. I like this one. Mighty Mouse. This is really nice. Also, die sehen wirklich geil aus. Moment. Die sahen auch schon hier cool aus. Okay, da haben sie nicht wirklich was überarbeitet. Sie haben es nur schicker gemalt. Ist das geil gemacht. Okay, so. See the world. Last day before I leave for Fat Island. Fat Island. Na dann gucken wir mal. Three-hour tours. What are you looking at? Das Flugblatt. Wir haben uns nur das Flugblatt angeguckt. Check it out. Sightseeing, what are you looking at? Ich finde es cool, dass er es nicht kommentiert, dass sie das kommentiert. Ist auch cool. Okay. Erstmal, hi. Hi, my name's Guybrush. I'm Captain Kate Capsize. Like to charter a ship? I do weddings, funerals, bar mitzvahs, you name it. Mir fällt gerade auf, über mir steht schon Stan. Wir gehen gleich zu Stan und kaufen ein Schiff. Nicht mehr. Wir fahren nicht bei Anhalter. Wir kaufen unser eigenes. Könnte ich eins von den Flugblättern haben? Could I have one of those leaflets? Yeah, okay. Dafür sind sie da. Could I have one of those leaflets? Hey, these things cost money. Mist. Aber hier ist doch sonst keiner. I'm interested in chartering a ship. Great. Not many people want to charter a glass-bottom boat around here. Pretty soon I'm off to Fat Island to try my luck there. But let's talk turkey first. My fee is 6,000 pieces of eight. Also ganz ehrlich, Don't you think 6,000 pieces of eight is a bit high? No, I don't. Aber... Do you give credit? Ich gehe kurz zum Gemischtwarenhändler und hole mir eine Bürgschaft. I don't have that much. I guess you'd better find some more then, huh? 3-hour tours. Okay, wir hatten Geld, aber nicht so viel Geld. Check it out. Oh Mann. Okay. I'm searching for the treasure of Big Whoop. Yeah? When I was the first mate on the Limping Limpet, we went in search of Big Whoop. We'd heard it was buried under a place called Blinky Island. Never found the island or the treasure. The captain eventually died of boredom while we were crossing the Sea of Beige Flotsam. Hope your luck is better. Ja, ich arbeite dran, nicht an Langeweile zu sterben. Aber irgendwie finde ich es cool. Dinky, Pinky, irgendwelche... Irgendwie hören sich die Inseln alle ähnlich an, wo das Ding da vergraben sein soll. Also, schön. Einfach geil. Also, vielleicht kommt noch Drinky Island oder sowas. Also, keine Ahnung, was die sich da noch ausdenken. Gut, I just remembered, I'm late for a party. You and everybody else on this island. If you need a ship, you know where to find me.
Ich brauche noch definitiv Geld. Capsized charters. Glass bottom boat for sightseeing or special interest voyages. There's a picture of her on it. Cool. Check it out. Damit man weiß, wie man ansprechen muss. Und jetzt geht's los. Wir gehen zu Stan. Glass bottom boat. Okay. Howdy. Welcome to Stan's previously owned coffins. We handle the dead for a lot less bread. What are you looking for, son? Need a bin for your next of kin? Want a family plot without spending a lot? You're in luck. Just look at all this quality merchandise, never before touched by a living soul. Most of it used only for a few hours. Premature burial, you know. That sort of thing. Well, speak up, or are you dead? Either way, you came to the right place. Diese Särge sind noch nie von einer lebenden Seele berührt worden, aber sie wurden teilweise zu früh beerdigt, die Leute, und sind wieder aufgestanden. Ich frag mich, wie das möglich ist. Andersherum, wenn ihr nicht wisst, wen ihr rufen sollt bei Geisterproblemen, nehmt die Ghostbusters. Die helfen euch. Ja, Stan, schön, dich wiederzusehen, mein Guter. Didn't you used to be a used ship salesman? Well, yeah. But I decided to get into a business where unsatisfied customers are less likely to come back and complain. Das ist löblich, sehr löblich von ihm, ja. Do you do funerals? Of course we do funerals! And not just those somber, all-black, three-handkerchief affairs. We do it in a rowdy Mardi Gras style with music and dancing and pallbearer races. I'd like to say we put the fun in funerals. Genau, weil Stan macht eine Beerdigung nur Spaß. Wir packen das Fun in die Beerdigung. Die Übersetzung ging nicht. Ich hab's schon verstanden. Aber ganz ehrlich, so eine Beerdigung ist mir doch viel lieber als diese trauernden Dinger, ne? Wir machen eine Party. Da fällt mir immer diese Szene bei Star Trek, nicht Deep Space Nine, Next Generation ein, wo Geordi LaForge aus Versehen in so eine, ich sag jetzt mal, Zwischendimension gewechselt ist und auf der Enterprise rumlief und keiner konnte ihn mehr sehen und Data machte eine Beerdigung für ihn. Und das war so eine richtig tolle, große Party, ja? Und alle fanden das ein bisschen deplatziert, weil sie ja trauern sollten und wollten um ihren Freund. Und dann kam LaForge wieder, ja, der wurde dann praktisch aus dieser Dimension da befreit, in der er war. Und sein Kommentar war nur, mir gefällt's. Richtig gut gemacht. Ja, genau. Wir schmeißen eine Party. Nicht, weil derjenige tot ist. Nein, weil das seiner Natur entsprach. Er hätte es so gewollt. Ja, nicht Party schmeißen, wenn er das nicht gewollt hätte. Das wäre jetzt wieder schlecht. Ganz ehrlich, das wäre schlecht, aber so oder so, die Szene fand ich immer noch am besten irgendwie, weil ihm gefiel's. Und eigentlich geht's ja auch darum, immer den Verstorbenen zu ehren. Ne? So, Stanny, I'm not actually in the market for a coffin yet. It's never too early to make funeral arrangements. Making plot reservations now ensures you a space at our popular Scab Island Internment Park, as well as entitling you to discounts on park rentals. Rentals? You know, for barbecues, parties, that sort of thing. Ja, gut, den Friedhof haben wir schon gesehen und wir suchen ja einen Toten. I need to get something embalmed. Well, you came to the right place. Your loved ones deserve Stan's special preserve. You won't smell a whiff when we're done with your stuff. I never knew morticians were so clever. Geil. So, ich suche einen guten gebrauchten Sarg noch nicht. Ich wollte mich nur ein bisschen umsehen. Actually, I'd just like to browse. Sorry. Health regulations prohibit me from allowing uncertified persons free access to used internment paraphernalia. Oh, shucks. Mhm. Wir müssen ihn also ablenken. Und jetzt weiß ich auch wieder, wofür das geht noch nicht, was wir hier machen müssen. Das sage ich gleich. Wir haben etwas im Inventar, was wir woanders einsetzen müssen, damit diese Logikkette hier funktioniert. Aber da kommen wir noch hin. I'm looking for a good used coffin. Amazing! When you first walked in here, I said, now there's a guy who needs a good used coffin. There happens to be an excellent deal right behind you. Let's go take a look-see.
Ja, kurz mal ausmessen. Now this here is the Cadillac of coffins. Look at all that leg room. There's room in there for Long John Silver himself. Here, let me get in and show you. Yes, a man can really rest in peace and comfort with one of these. Why should a man's coffin be any smaller than his bunk at sea? Can I show you anything else? Yeah. Erstmal. How much is that coffin? Well, it's complicated. Pricing here at Stan's works on a sliding scale, based on one's ability to pay, so as to make a decent funeral affordable to even our poorest customers. That's very considerate of you. So, how much dough do you have on you? I don't have much. I see. I think cremation might be more appropriate in this instance. Genau. Bitte nochmal einen Sarg zeigen. Could you show me that coffin again? No problemo. Now this isn't just your average 60-gallon coffin. This has the full 75 gallons you need to avoid unsightly bone readjustments. Could you get in and show me how big it is again? Yes, sirree. I could spend a lot of time in a coffin like this. Look at how freely I can wiggle my toes. I almost forgot. I wanted you to have this complimentary hanky. Just my way of saying, I care. Now, where were we? Das ist ja geil gemacht. Than my kitchen. Sure, sure. Try out the lid operation. It's just as roomy closed. Can I show you anything else? I gotta go. See you later. Maybe sooner than you think. Da ist noch ein Schlüssel. Wir brauchen den. Garantiert. So. Ihr habt gesehen, man kann. Okay, now, who's gonna be next? Okay, die quatschen hier die ganze Zeit. Moment, ich stelle mich mal ganz kurz wohin, wo keiner quatscht. Tut mir leid, Kate. Ich muss mal kurz dich aus dem Bild schieben, glaube ich. So. Ah, Ruhe. Wir können den Sarg nämlich schließen und wir brauchen etwas, damit es denn drin bleibt, damit wir den Schlüssel kriegen. Das ist eine Geschichte, die cool gemacht ist. Problem ist bloß, wenn du schon alles hast, weil das, was man braucht, um ihn dort einzusperren, kann man theoretisch schon geholt haben an der Stelle, wenn man weiß, wie das Rätsel geht halt. Oder wenn man es vorher schon ausprobiert hat, weil du kannst die Kartenstücke ja nacheinander holen. Das funktioniert. Wenn du sozusagen alles schon hast, dann hättest du ihn jetzt schon einsperren können. Und genau deswegen hat er das Taschentuch gegeben, weil das Taschentuch ist notwendig für ein anderes Rätsel. Ja, deswegen machte er den Deckel nochmal auf und sagte, pass mal auf, hier hast du noch das Taschentuch. Ich bin auch verleitet, weil das jetzt gerade so schön passt, das zu tun. Wir werden jetzt mal, zurückfahren, nicht nach Pet Island, nach Scab Island. Wir machen mal diese Questreihe, in Anführungszeichen, diese Rätselreihe fangen wir schon mal an. Denn die andere Rätselreihe auf Booty Island ist im Prinzip die Gouverneur Marley-Reihe. Ja, da kriegen wir es mit Elaine wieder zu tun. Mit Schnuckelbärchen und so weiter und so fort. Wir können uns auch noch an Teil 1 erinnern, wo sie so schön geflirtet haben. Und der Kapitän hier weiß, wie er fährt. Er hat voll den Durchblick. Vielleicht ein bisschen zu viel geraucht zwischendrin. Aber es macht nichts. Keine Sorge, wir kommen an. Trotzdem, die Reihe auf Booty ist sozusagen mit Elaine. Das ist ja ein Kartenstück. Wir haben ja gelernt, ist ein Vorfahre von ihr, der die Karte hatte. Aber hier auf der Insel hatten wir ja noch die Würstchenbude. Wir erinnern uns, die Würstchenbude, in die ich noch nicht reinkam. Und da würde ich jetzt sagen, wir versuchen mal, diese Questreihe hinzukriegen. So, und zwar, wir brauchen etwas, um ihn einzusperren, den lieben Stan. Denn wir müssen ja irgendwie auf den Friedhof. Und wir haben hier einen Hammer, wir haben hier Nägel. Wir erinnern uns. It says Woody. That's me. Get your hands away from there. It's not a toy. Mist. Pounds and pounds of nails.
I need all of them. Hey, don't touch those. I need all of them. Kann ich die abkaufen? Yeah? I'd like to look around a bit. Sure thing. Gut, so, wir sehen, nichts ist möglich. Achso, ein Hinweis gibt das Programm. Was wir brauchen, ist ein... That's about the best peg leg I've ever seen. Thanks. I made it myself. So, die können wir auch nicht anfassen, das habe ich auch schon mal probiert. Aber wir haben noch einen Piraten, der uns gebeten hatte, ein Holzbein zu bohnen. Und auf die Idee musst du jetzt erst mal kommen. Also die Rätsel hier in dem zweiten Teil sind teilweise ein bisschen skurril. Aber wir haben ja hier so eine schicke Säge, eine gut polierte alte Säge. Und wir haben hier ein schickes, gut poliertes Holzbein. Ich habe es ja das letzte Mal poliert. So, gut. Gut, dass wir das auch mitgekriegt haben. I think I'd better make myself scarce instead. Okay, wir geben Fersengeld. Tschüss, mach's gut. Aye! My leg! Help! Someone get a doctor! Genau. Und wer wird ihn jetzt verarzten, weil... Übrigens, hier ist was falsch. Hier sieht man das Holzbein immer noch. Aber wer wird ihn jetzt wohl verarzten? Entschuldigt, ich muss mal kurz gucken, weil der Raum gerade frei ist. Es interessiert mich nochmal. Ist jetzt das Holzbein wieder dran? Jetzt ist es wieder dran. Okay. Schickes neues Holzbein. Nice. Wir wiederholen das mal. Mich interessiert nämlich, ob der Zimmermann dann, also Woody, ob der dann hier steht und hämmert. So, nochmal den Doktor holen. Aye! My leg! Help! Someone get a doctor! Genau, ich gehe kurz zurück. Okay, er wartet auf den Doktor. Warte mal, kann ich mit ihm reden? Wenn ich gerade hier bin? Not now. Can't you see there's an emergency happening here? Ja, ein Notfall. Okay, ich wollte es nur mal kurz machen für die Vollständigkeit, ne? So, okay, jetzt gehen wir zu Woody. Also, auf zu Woody, denn der ist jetzt gerade notfallmäßig gerade da und muss mal jemanden verarzten. Neues Holzbein anfertigen. Und wir sehen, der Hammer ist unbewacht. Die Nägel sind unbewacht. Das Schild. It says, out on house call. Please come again. Nehme ich mit. Ah, verdammt. Hocker. No thanks. I don't touch other people's stools. Arbeitsplatte. It's too heavy to move. Da war ja auch nichts drauf, ne? Nice sturdy workbench. So, der Kalender. Wir erinnern uns. Den sollten wir nicht anfassen. I can't. He's lacquered it onto the wall. Okay, schade eigentlich. Gut, da haben wir noch Stühle. Kann ich ein Holzbein mitnehmen? It's too high. Schade, einen Stuhl kann ich auch nicht. Kann ich einen Stuhl ziehen? I may be a lazy guy, but carrying around my own place to sit is too much. Schade, ich dachte, ich kann das Ding runter hinziehen, um ein Holzbein runterzuholen. I may be a lazy guy, but carrying around my own place to sit is too much. Na gut. Geht nicht. Dann gehen wir wieder. Dann haben wir im Prinzip alles, was wir hier klauen mussten, in gewisser Weise. Und dann kehren wir zurück auf die Insel, auf der wir gerade waren, mit Stan. Ach, das Boot ist jetzt hier oben. Wird gerade noch nach unten, aber das ist ja jetzt oben angekommen. Wir fahren zurück nach Booty Island und diesmal ohne schicke Animation. So, Stan, mein Lieber, du warst uns hier ein ganz toller Kumpel. Yeah.